2 Kinder. Keine Ahnung. Steffen Veth. Steffen Veth. Woran hast du das erkannt? Ja gut, doch, 2 Kinder hat er und der Löwe, weil er früher mal ein Kätzchen war. Sehr gut. Nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Oh, das sind viele. Ja. Schon. Du bist Uni-Abschluss. Das bist du. Ja, weiß nicht. Das mag halt Chrissy. Jeder. Chrissy Bisse, sag ich. Ja gut. Okay. Kaffee-Sommelier. Ja, ja, aber Kaffee und Student ist. War das ein Student? Ja, Abschluss. Also, ja. So. Ja. 16 Leute auf jeden Fall. Es könnten 16 jeder sein. Bisher, oder? Ja, die meisten auf jeden Fall. Wer war die Virenschleuder? keine Ahnung. Hast du es nicht reingebracht, Toni? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Alles andere schon. Oh, ihr Nationalspieler. Gut, das sind jetzt 3 Leute. Es gibt keinen weiteren, ne? Das ist jetzt so. Ich sag Christoph Steinert. Richtig. Ha! Die gute 33% Chance. Matchball unter Umständen. Oi. Antonio Metzner. Das ist falsch. Das sieht doch selber genau. Weiß ich nicht, weil Söldner. Ich mag ein Geld. Söldner. Ich bin Söldner. Helf mir, Toni. Komm, für die Spannung. Ja. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Es könnte sein, dass das unser Chef aller Chefs ist. Ja, aber dann würde ich sagen, René Seike. Ja. Okay. Dann ist das punktlos. Ja. Aber wer war es? War? Ah. Na, okay. Stimmt. Ah, okay. Hab ich nicht dran gedacht. Ja, gut, ich auch nicht. Nico Büdel, weil Bühl mal eine Eule war. Riesenheim! Ja, du kannst einfach unsere Mannschaftskollegen besser als ich. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich setze mich mit dem Team auseinander. Dankeschön.